zwar geht es um die Overreach Pigments, die demnächst bei MAC erscheinen werden. Ich wollte vorab sagen, erstens, achtet bitte nicht auf diesen doofen Nagellack, den habe ich gestern gekauft und der ist ganz scheußlich. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich von meinen Swatches ein paar Namen vergesse, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Overreach, tolle Farben, metallische Effekte, das ist das Resultat. Hier in der Mitte, diese sieben, ne, ab dem hier bis dem hier, sind die besagten Pigments hier. Wir können ja einfach mal reihum gehen. Die besten habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Seht ihr das? Ich muss die Farbe mal nachgucken. Mega Rich. Das ist ein, ja, recht ziegeliges, helles Braun, das aufgetragen, aber sehr orange wirkt. So, hier. Ich mache mal ein bisschen heller. Und zwar, daneben habe ich verglichen mit dieser orange Fleck hier, ist Off-the-Radar-Pigment aus der Rich Metal-Kollektion letztes Jahr. Der ist mir hier aber ein bisschen extrem aufgetragen. Ich weiß nicht, vielleicht weil der so klein war. Hier einmal ausgeblendet, hier. Und nämlich so sieht der auch eigentlich ziemlich auch aus. Orange mit goldenem Schimmer. Ist eine leichtere Variante von einem meiner Lieblings-Eyeshadows, dem Firespot aus der Moonbath. Moonbath? Moonbath? Keine Ahnung. Also, oranger Grundton mit sehr präsentem goldenem Schimmer. Daneben habe ich noch geswatcht einmal hier. Das Goldene, das ist Melon. Der beruht ja eigentlich auf dem gleichen Prinzip, nur hier ist das Golden noch viel intensiver. Das weiß ich nicht mehr. Das ist hier aus einem Duo. Daneben haben wir dieses Pigment, Blunt Gold. Das ist sehr dezent, so ein Beige. Es ist ein bisschen wärmer, als es auf dem Bildschirm wirkt. Wobei, also es geht. Also neutral kann man es eigentlich auch nennen. Hier seht ihr das. So ein bisschen peachig ist das. Darüber direkt Jordan Pigment. Und ich muss sagen, die sind echt fast identisch. Der ist ein bisschen intensiver, ein bisschen mehr diesen Rosé-Stich, aber man braucht den einen nicht, wenn man den anderen hat. Also das auf jeden Fall. Der Swatch darüber war ein Misserfolg. Das hier darunter, ein bisschen schimmriger, ist Deck Chair. Und dann direkt daneben, das ein bisschen dunklere, ist Golden Air. Ne? Also die sind sich sehr ähnlich. Also ich denke zum Beispiel Golden Air und Deck Chair zusammen ergeben dann den hier. Also ist nicht so besonders. Nun kommen wir aber zu den interessanten. Und das hier, Hammer, wunderschönes Gold, Antique Gold nennt sich der. Quatsch, Museum Bronze. Ich bin böse, entschuldigt. Das ist der. Ihr seht schon im Töpfchen, der klebt sehr schön hier. Schimmert schon metallisch und das sind so, sieht schon den Metal Pigments aus dem Pro Sortiment schon sehr ähnlich. Die anderen sind natürlich noch schwerer, weil da Metallpartikel drin sind, darum fallen die dann so richtig. Aber der Effekt ist sehr ähnlich. Und zwar haben wir hier darüber Rose Gold, einer meiner absoluten Lieblinge. Der Farbton ist wirklich super identisch und das Hammertolle an dem ist wirklich die Pigmentierung. Das hier ist wirklich nur einmal kurz reingedippt und man hat schon so eine richtig dicke, vergoldete Fläche, kann man sagen. Der hier ist noch ein bisschen metallischer, also ihr seht das bei Lichteinschlag, aber das ist ganz toll, kann ich nur weiterempfehlen. Darunter haben wir zum Vergleich einmal Romp, hier, Romp Eyeshadow. Der ist ein bisschen dunkler und ein bisschen rostiger. Hier darunter ist Cocoa Beach, das ist das limitierte Pigment. Und die sind sich auch relativ ähnlich, nur dass der etwas metallischer erscheint. Aber ich würde auch sagen, wenn man einen Cocoa Beach hat, dann braucht man den nicht unbedingt. Aber ich finde die so toll von der Pigmentierung. Also es wäre auch nicht verkehrt. Und das darunter ist Bronze Eyeshadow. Ja, und der ist noch ein bisschen rötlicher. Und dann gehen wir weiter. Das ist nämlich dann auch Vintage Gold. Nicht Antique. Upsi, vertan. Hier, ihr seht es. Also es ist schon so sehr grünlich. Also wie Gold hier auch manchmal ist. Geh mal weg, Kotek. Guckt euch das an. Er legt Pigments. Wäre ja toll. Also es ist schon ein bisschen grünlich, sehr dunkel. Und aber das hat ja was. Also es ist halt so, diese undefinierten Farben sind wirklich super schön. Er schimmert so ein bisschen durch, so wie eben abgenutztes Gold. Also Patina oder wie man das nennt. Hier darüber seht ihr das Gold Metal Pigment, ebenfalls Pro. Das ist auf jeden Fall deutlich goldener. Aber das sieht halt aus wie die oxidierte Version davon, wenn Gold so schnell oxidieren würde. Ja, darunter weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das ist aus... ja, sorry, ich werde es nachtragen rechts in die Spalte, wenn ich sehe. Und hier dann nochmal ein super metallischer Peggy. Hier.
Es handelt sich hier um Copper Beam. Ganz, ganz toll. Richtig schön dunkel und satt. Ebenfalls so super metallisch. Also die drei metallischen sind wirklich zum Vernaschen. Es ist halt so ein rötliches Braun oder ein bräunliches Rot, wie man es immer auch definieren mag. Und darüber findet ihr Copper Pro Pigment, also auch ein Metal Pigment. Also nämlich die drei sind wirklich sozusagen die Alternativen, wenn man vielleicht die hier nicht verträgt, wegen dem Metallanteil, oder wenn man nicht an das Pro-Sortiment rankommt, da kann man zumindest auch die beiden getrost austauschen. Also die musste man schauen. Und wirklich auch hier die Hammertextur, absolut super. Darunter habe ich mal im Vergleich, der erste ist Rich Metal, aus der Rich Metal Kollektion. Die sind halt viel grober und leuchten doch ein bisschen stärker, aber sind auch viel oranger. Daneben ist dann Copper Sparkle aus dem regulären Sortiment. Und daneben habe ich wieder vergessen. Hier mein absoluter Liebling aus der Kollektion. Seht ihr das? Ich weiß jetzt nicht, wie man es wieder mal ausspricht. Heritage Rouge, sowas in der Art. Es ist ein Burgund, ein dunkles Burgund eben mit dieser auch super tollen, buttrigen Textur und extremer Deckkraft. Das ist wirklich mein absolutes Favorite. Wobei, also es ist ja kein Alltagspigment, muss man ja sagen. Es ist schon so ein bisschen, so ein aufs Auge gehauene Gefahr drauf. Und hier darunter, man mag es kaum glauben, das ist Maroon. Das rare Pigment. Und ich hätte nicht gedacht, dass die sich so ähnlich sehen. Also der hat schon einen rötlicheren Pearl, aber so vom Weiten kann man die kaum auseinanderhalten. Maroon hat auch eine super tolle Textur. Und für alle, die halt den Unterschied zwischen Maroon und den Pro Pigments kennen, so ist der Unterschied nämlich auch zwischen den Metal Pigments und den Rich Metal, nicht Rich Metal, Over Rich Pigments. Daneben hier ist Accent Red Pigment. Der ist viel pinker, also kaum Unterschied. Und das ist hier Star Violet. Es geht schon in die Richtung, aber es ist halt ein bisschen strahlender. Und dann, wofür das eine prima Ergänzung ist, und das schöne Schätzchen ist hier, ist feucht aufgetragener Reflex Black and Red Glitter. Der war bei den Originals dabei und ist im Pro-Sortiment erhältlich. Hier ist er halt feucht, sieht super glossig aus. Und hier ist er dann einmal ohne Wasser. Ist wirklich super ähnlich, eigentlich. Genauso. Die sind aber halt ein bisschen gröber. Und darum denke ich, ist das eine prima Alternative für alle die, die mit dem nicht so gut klarkamen. Antique Green. Der ist wunderschön. Weil jetzt so beim Swatchen fiel mir eigentlich auch auf, dass er doch einigen sehr ähnlich ist. Aber es ist halt dieser spezielle Effekt. Denn es ist halt so eine... Man kann die Basis doch so ein bisschen erkennen. Sie ist so leicht schattig. Und dieses Grün ist einfach ein super präsenter Pearl. Dadurch hat es halt so einen leichten 3D-Effekt. Im Gegensatz zum Beispiel zu Emerald Green. Der ist einfach so ein plain Green mit ein paar Sparkles drin. Also er sieht nicht so dreidimensional aus wie diese Nuance. Daneben haben wir Forest Green. Der eigentlich sozusagen das Pendant dazu ist, aber der ist auch eben durchgehend Frost und hat nicht diesen schönen grünen Pearl. Hier haben wir dann Humid. Der ist noch ein bisschen laubig grüner. Also diese Kollektion ist im Vergleich zu Colorforms der absolute Hammer. Also hier muss man mindestens drei Pigments mitnehmen. Wenn man warm ist, dann vielleicht die drei metallischen. Und wenn man eher kühl ist, würde ich sagen das Grün, Heritage Rouge. Und dieses Gold ist auch super interessant, das ist auch nicht allzu warm. Die Kombi macht's halt. Greift zu, Leute. Die Quali ist endlich mal wieder bei den Pigments wirklich lohnenswert. Die von Colorforms sind eigentlich in die Tonne zu kloppen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel ob es dem und dem Ton ähnlich sieht, kann ich die auch gerne beantworten. Wie gesagt, zu denen hier. Ach jetzt, also es ist keins von denen dabei, dass es so ähnlich ist, dass man es nennen müsste. Wie gesagt, hier. Für den Off-the-Radar oder Firespot, hier Jardin Rue, hier das Rose Gold oder vielleicht Cocoa Beach. Das Pendant dazu ist, jetzt weiß ich auch, was das hier war, Sumptuous Olive. Die sind sich sehr, sehr, sehr ähnlich, aber der ist doch noch ein bisschen schöner. Das Pendant dazu wäre dann Copper Pigment oder vielleicht, ja, eigentlich sonst nichts. Und zu diesem wunderbaren Ding Reflects Black and Red oder Maroon. Und hier zu guter Letzt, ich denke am nächsten kommt denen dann doch Forest Green. Also viel Spaß beim Pinsel und fangt an zu sparen. Bye bye.